Standort Einzug gehalten, Startposition eingenommen. Von hinten wird die grüne Flagge gezeigt, vorne geht die Ampel an. Wenn die letzte Ampel brennt, geht sie aus. Dann ist die Reise freigegeben. Wilson also auf 1, Litwin in der zweiten Position, Morten und Gladisch auf 3 und 4. Dann heißt es Augen auf in Richtung Gastolitsch, in Richtung Remuskurve. Die ersten beiden ganz norwegischen Punkte auf dieser Strecke. Roland Wilson hat jetzt seine Startposition gefunden, lässt dann noch ein kleines bisschen Luft in seiner Parkbox, rollt jetzt noch einmal ein kleines Stück an, um jetzt stehen zu bleiben. Damit also Position eingenommen für diese Startprozedere. Und wir dürfen uns also freuen auf die nächsten 30 Minuten. Wie gesagt, alle drei Startreihen geht es dann jeweils mit einer Aktivierungsmöglichkeit von Push-to-Pass mehr einher. Deswegen sehen Sie auch in den hintersten Reihen, beziehungsweise in der hintersten Reihe mit Kofler und Sauber, dass die den 19 hinten drin stehen haben. Die dürfen also 19 Mal aktivieren, um vielleicht noch ein bisschen Aufholjagd zu betreiben. Wer haushaltet wie, wer wird an welcher Stelle den Knopf drücken? Immer wenn es vorne und hinten blau blinkt, dann wissen Sie, er hat gerade die Mehrleistung abgerufen. Und wenn in der Seitenscheibe die LED-Anzeige blinkt, dann ist selbiges der Fall. Das ist ein System, was komplett so zusammenhängt. Jetzt in der letzten Startreihe hat auch der letzte Einzug gehalten. Wir warten auf die grüne Flagge von hinten. Die kommt jetzt. Also geht unser Blick in Richtung